Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Die Kirche in unseren Breiten ist ja wirklich und bekanntlich in einer schweren Situation. Keiner weiß, wo es wirklich hingeht. So vieles bricht zusammen. Was wird Neues werden? Das sind ja nicht nur meine Fragen. Jesus sagt im Evangelium: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Trotz allem, was in der Kirche so passiert, traut der Herr uns etwas zu und übergibt uns jeden Tag neu, jetzt und heute, in diesem Moment, das Evangelium und damit eine ungeheure Verantwortung. So klein wir auch sind, so gering wir auch sind und so schwach wir auch sind, sollen wir dieses Evangelium in die Welt hineintragen. Auch wenn alles wenigstens in unseren Breiten gerade klein wird, bleibt doch die Größe seiner Botschaft bestehen und die Dringlichkeit, sie dieser Welt bekannt zu machen. Haben wir keine Angst, fürchten wir uns nicht und leben wir aus dem Glauben, damit unser Leben diese Botschaft, dieses kostbare Wort des Herrn in diese Welt trägt. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, so viele Menschen suchen dich, tragen dich in sich und wollen aus dir leben. So klein diese Herde auch ist, in der wir zurzeit leben, hier in unseren Breiten, so dringlich ist es doch, dein Wort in dieser Welt groß zu machen. Wir danken dir, dass du uns dazu berufst und uns das zutraust. Stärke uns durch eine ruhige Nacht dazu, damit wir auch am morgigen Tag dein Evangelium glaubwürdig und froh in diese Welt tragen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.